Ah, nein! Es geht weiter. Prost, mein Freund. Prost, der eine Herr. Neue Runde. Ich habe meinen Drink leer gemacht, wie versprochen. Und ich habe mir einen Havanna Spezi eingeschenkt. Oh, ein Havanna Schwipschwapp, pardon. Mal gucken, wie das schmeckt. Prickelnder auf jeden Fall. Ja, schmeckt auf jeden Fall besser. Sehr gut. Das haben wir das auch gelernt. Leute, unsere schmeckt Odyssee. Besser. Das sagt eigentlich alles. Unsere Odyssee von Styx. Schön weiter. Trinken und besser trinken geht weiter. Wir sind gespannt, Mr. Bond. Weiter geht's. So, wir sind in der Prüfung der Weisheit. Alter, hör mir auf, okay. Da musst du halt ganz einfach da auf den. Aha, ja, alles klar. Da musst du auf den Mond steigen. Ganz einfach, du musst auf. Ja, okay. Da auf den Mond steigen. Ja, da musst du da rüber schräg auf den Mond. Da musst du. Da kannst du gar nichts, oder musst du. Ja. Ah! Boah, das ist viel Leben abgezogen, Alter. Ich würde fast Laden aktivieren, aber. Nee, scheiß drauf. Na, stimmt, stimmt, wahrscheinlich. Was hast du Nein, getan? Ich hab die Falle gelegt! Ah, ich bin lad, so boosted, lad, Alter! Dann lad! Ah, oh, das gibt es nicht! Lad! Lad! Ich bin so behindert, Mann. Das gibt's einfach nicht. Wie kann man so boosted sein? Was? Boosted. Was? Ein Boost. Was ist das? Ah, oh, das erklär ich dir wann anders. Erklär's mir jetzt. Wenn man zum Beispiel in League of Legends zu dumm hab selber ich gewusst, ist, dass das jetzt zum kommt. Spielen. Wenn man zu dumm ist, um selber zu spielen. Spring auf das letzte... Dann. Jetzt spring da auf das da rüber, ja genau. Ja, ja. Dann suchst du dir jemanden, der einfach viel besser ist in dem Spiel und der dich hochzieht. Und das nennt man dann boosten, weil er dich boostet. Und warum bist du denn boosted? Weil ich scheiße bin, weil das ein Anagramm für du bist scheiße ist. Verstehe ich nicht. Ist egal, ich speichere jetzt. Und ich wechsle da jetzt auf dieses Scheiß. Keine Ahnung, Sand werfen. Bitte. Du musst gleich drücken, wer durchfällt. War das nochmal so? Entschuldigung, ist mir rausgerutscht. Baby! Okay, so, was geht jetzt hier? Weiß ich nicht. Kein Plan, naja. Ich speichere nochmal. Da müssen wir rüber. Wir müssen jetzt irgendwie da rüberkommen und jetzt springen wir erstmal auf die erste Plattform und passiert nichts. Hey, warte mal, stopp. Brrr. Hier siehst du, also sprich, ich hab's kapiert, und zwar auf der rechten Spalte, komplett rechts ist, kannst du nur die Diamanten betreten. Auf der linken, nur das letzte. Genau. Also man kann schon immer wieder zurückgucken. Das heißt, du fängst jetzt... Hier nirgendwo? Du fängst jetzt ganz links an mit dem Diamant. Da kannst du jetzt schon mal nach vorne laufen bis zu dem Diamant. Genau, und jetzt kannst du da rüber. Der nächste ist ja... Genau, und jetzt guckst du... Da guck mal, auf der anderen Seite siehst du auch. Ah! Ja, genau. Und jetzt kannst du das nächste Diamant laufen. Oder sprichst du einfach so rüber. Warte mal, jetzt musst du warten. Bis, okay, jetzt rüber. Ja, okay, da links. Okay, und durch und ja, alles klar, wir müssen so. Das ist so, also, wir sind so weise. Was hat das mit Weisheit zu tun? Das ist immer noch Geschicklichkeit. Wir sind scheiße weise. Alles könnte Prüfung der Geschicklichkeit. Also, wenn eine Prüfung der Geschicklichkeit kommt, musst du bestimmt Leute kaputt hauen. Wenn Geschicklichkeit kommt, sind wir komplett raus. Wir haben einfach verloren. Warum leben hier schon wieder welche? Metzelt euch gegenseitig ab, Jungs. Ja, das sind die falschen wieder. Aber vielleicht, weißt du, vorhin hast du die zwei gekillt und danach sind zwei von den anderen gekommen. Dieses Mal haben wir vielleicht mal Glück und dann kommen mal welche, die sich gegenseitig abmucks. Ich speichere jetzt ja nochmal geschwind. Und dann saufe ich mal geschwind. Oh, Junge, guck mal, woanders hin, Spacko. Da unten sind deine Freunde. Da unten sind deine Freunde. Ich rauch mal Schienenstraße, solange ich es kann. Ich finde mal raus, was das für ein Tabak ist. Töten, also du kannst hier töten. Jetzt. Nein, jetzt. Du hast nichts gesehen. Und jetzt töten den anderen. Du bist ein Lappen. Alter, einfach so ein krasser Motherfucker, ey. Was kann man hier machen? Fertigen. Lebenstrang, Goldharz tragen, Säurelösung. Alter, guck mal, wir können ja tatsächlich mehr tragen, das ist voll geil. Alter, das ist heftig geil. Guck mal, wie viel wir tragen können. 5, das ist auf jeden Fall wesentlich besser als ein bisschen erhöhtes Goldharz-Gedöns.
finde ich jetzt persönlich gesehen. Welchen Fall? Ne, dann werden zu wenig Ärzte. Das Ärzte ist auch so ein Arschlochmaterial, ne? Das haben wir am Anfang immer übertrieben oft gehabt, diese dumme Scheiße. Und jetzt kriegen wir es nicht mehr. So. Jetzt wissen wir das auch. Andere Richtung. Da ist der Ausgang von dem anderen. Da kommst du ja immer wieder hier in dem scheiß Raum raus. Also rein theoretisch. Also einmal in dem Raum und einmal in dem anderen Raum halt. Du bist das Opfer jetzt. Du bist ein Opfer. Weißt du, ihr Spackos, ihr seht euch gegenseitig nicht. Ihr könntet euch die ganze Zeit schön abmuchsen. Aber nee. Ah. Oh, der hat sich nur komisch umgedreht, um in die andere Richtung zu laufen. Was für ein Mensch. Elf, bitte. Elf, Mensch. Was ist jetzt mit dir los? Metzelt euch! Ja, yeah, nice Stein! Auf geht's! Los! Fight! Wer gewinnt? Der, wo er es erst gesehen hat. Sehr schön. Ist das immer so? Wenn man hier ist. Oh, da waren wir noch nicht. Da gehen wir doch mal hinterher. Die sind schon lustig, die Kerle. Aber was macht er jetzt? Dumm rumklotzen, da steht denn mal was. Hier ist ein Stein, eine Socke. Was könnte, könnte man da? Könnte ein Buch drauf liegen. Ein Buch. Zieh den Schalter bitte. Hä, wo waren wir denn schon? Nee, der Schalter war zu. Guck mal, das sind komische. Zieh einfach meine Schalter, dass ich die Prüfung nochmal machen kann. Vielleicht danach kommt ja das Symbolchen für. Ja, das wird schon richtig sein. Da guck, weil. Die, ja, stimmt, ja. Das kenne ich noch nicht. So, zack. Prüfung des Mutes. Alter Leute, wir haben so viel Mut. Da liegt schon einer. Der ist gerade gestorben. Gerade eben? Ja, gerade eben. Der, also, ich meine, dass er. Er war nicht mutig. Alter. Ich hab gedacht, das ist ein Zweier-Intervall. Ich wollte eigentlich mal Shisha rauchen. Oh, ja, ja, ja. Wo bin ich jetzt? Damned! Hoffentlich beim Hebel ziehen. Ja. Ja, Hammer. Da guck. Oh, stimmt. Oh! Bin gestorben. Ich hab kurz gedacht, der schafft's doch noch. Ja, hätte ich mir abgeguckt. So, du bist einfach hier rüber gesprungen, oder? Ja. Hallo. So, auf X. So mit Springen. Ja, und ja. So. Mit R1. R1? Ja, R1. Nicht R2. Ja, da. Ja, genau. 2, 3. 1, 2, 3. Das ist nur ein Einser? Eins. Da muss ich durchwerfen. Ja. Und am Ende nochmal vielleicht Dingens. Alter, da kommt der so schnell wieder raus. Fuck! Sobald du musst eigentlich Alter, vorher losrennen oder so, irgendwie so vorher rollen oder. Keine Ahnung. Alter, es ist schon so viel Zeit vergangen, ich habe noch gar nichts getrunken. Ich habe mein Glas zu voll gemacht, glaube ich. Alter, zu voll? Ich bin bald zu voll. Wir sollten was essen zwischendrin. Mhm. Wir sollten nach jeder Etappe speichern. Mhm. Let's make a deal. You stop killing me, and I won't tell anyone what you. Ich habe noch niemanden gesehen, der gestorben ist, weil er in eine Kettensäge gelaufen ist, die schon durch war. Speichern? Speichern! Habe ich. Versuch vielleicht so schräg rüber, wenn die rechte durch ist, weißt du? Alter, ja, ich wollte dich gerade. Aber das wäre vielleicht ein besserer Weg, oder? Ja, so schräg rüber halt. Leute! Die Prüfung des Mutes. Du musst mutig sein im Leben. So wie wir, indem wir uns hier betrinken vor euch. Wir wissen ja gar nicht, was so. Weißt du, vielleicht ist ja so ein zukünftiger Arbeitgeber von uns hier anwesend. Und der findet es toll, weil trinken könnte ich. Ich bin so krass, Mann! Krass, Mann! Der ist ein geiler Nachname. Krass, Mann. Ich bin so krass, Mann.
Jo. Warte. Prüfung des Mutes. Warte. Vielleicht ist eine unsichtbare Wand. Mauer. Als ob. Halt, du musst da an der Seite, kannst du dich doch festhalten an dem Scheißding. Ja, wo denn? Ja, hier an dem Dings da. Spring jetzt einmal nach unten. Ja, und jetzt halte ich, spring einmal rum. Nee, fast, das geht gar nicht. Fahrt, verdammt. Mal. Warte. Halt! Da, nee, das Licht. Nein. So. Hab's gesehen. Was? Ah, da muss rüber. Oder? Nee, guck mal, geh mal in die Brücke zwischen rein, guck. Na, zurück. Ah, okay, hab's so, gesehen. So, da rüber springen einfach. Alter, Vogel, Alter. Ja, einfach da rüber springen. Einfach, sagt er. Ja, schwerfach vielleicht. Genau, jetzt aufs nächste. Einfach. Einfach, weil einfach ist. Außer bei Sticks. Okay, jetzt muss ich dich mitdrehen. That's it. What? Okay. Fuck, ich hätte speichern sollen, als ich auf drüben war. Mann. La 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 long 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 long. Come on. Girl, I wanna make you sweat. Sweat till you can sweat no more. And if you cry, I wanna push it. Hey, heute habe ich im Radio gehört, dass Bob Marley, sein Sohn, das Lied Medication im Radio lief, Mann. Ich habe mich schlapp gelacht, weil die Leute wissen ja, also ich glaube, die Hälfte, wo das hören jetzt im Radio, muss ich betonen, die wissen ja gar nicht, der singt ja tatsächlich einfach nur über Gras, die ganze Zeit. You sit down, yeah. And okay, and you light up the joint, you smoke the whole thing right there. Sometimes, it depends on how many video games I'm about to play. Now, you can actually play video games with that kind of fog in your brain. I think my generation is very accustomed to being stoned and playing video games. Und das kam in SWR 3. Mal kein Witz, Leute. Schön. Ich habe mir echt überlegt, ob ich das Album von dem Kerl kaufe. Bin halt rüber mit dir. Du musst warte. Du musst warten, bis das hinten ganz hinten ist, glaube ich. Oder so, also auf dem Weg nach hinten ist. Jetzt. Und jetzt darüber. Ja, Mann, du geiler Typ. Mann! Speicher! Ich bin so geil. La 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 la. La 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 la. Medication. The medication makes me high. Jo, das steht einfach voll verschlossen im Tor, ey. So, guck mal, hier machen wir die zwei. So, jetzt legen wir die Scheiße mal ab, ne? Jetzt legen wir die Kacke mal ab ins Klo. Hier waren wir noch nicht, ne? Okay, ja. Ja, ich glaube, die anderen Prüfungen sind eine Etage weiter unten oder so. Aber was ist das jetzt hier? Warum sieht das hier so böse aus? Warum ist das hier so duster eigentlich? Ja, haben sie den Duster gefahren? Der Duster? Da wird's duster. Da liegen Dinger. Pilze habe ich gesehen. Ja, meine Fresse, du. Kannst du einsammeln, die Scheiße, ja. Nee, habe ich gar keinen Bock. Aber du hast wieder Leben verloren. Passiert. Fresse, passiert, Sockel. Geil. Habe ich nochmal einen Sockel. So, die Mitte ist wahrscheinlich irgendwie tatsächlich in dem unteren Mittelraum irgendwie. Ich sollte mal speichern. Nee, hat zweimal erfolgreich gespeichert. Zweimal hält doppelt. Also guck mal, doppelt hält in der Mitte. Besser. Oh Mann, ey. Leute, es wird immer dümmer. Es wird wirklich immer dümmer. Dumm und dümmerer. Aber auf jeden Fall. Gehen wir jetzt mal hier lang. Guck mal, hier ist die Mitte von der Prüfung. Oh, ist richtig, Alter. Machen wir auch noch nicht. Sag ich ja, das. Oh, der Fug, Alter. Der Gewandtheit, also das ist Geschicklichkeitsprüfung. So. Ich geh pissen. For real? Ja. Wie kommen wir da hoch? Da ist ein Schalter. Wo? Hier. Ah. Drück ich drauf. Da geht hinten das Tor auf. Und jetzt? Alle ab! Ich bin so ein krasser Motherfucker, ich hab's geschafft! Ja, Mann! Zack, hab's, fertig. Jetzt die Tür zu, so eine Scheiße. Alter, for real haben sie mich eingesperrt, diese Wichser. So, geh ich hier wieder raus. Bam, ha, ausgetrickst. Pisser. So, Alter, das hab ich jetzt nicht erwartet, Leute. Also, ich bin... Da ist auch die Tür zu. Was ist denn jetzt hier für eine Scheiße?
am Start. Hätten sie mich eingesperrt. Gehe ich halt hier wieder raus. Dort wieder zurück. Und da wieder raus. Das ist jetzt scheiße, ey. Da ist überall die Tür zu. Fackel. Mann. Das ist scheiße. Komm ich hier wieder raus? Nee. Das ist. Alter, das ist ja ein Scheißdreck. So, Leute, die müssen dann natürlich in die Suppe spucken. Apropos Suppe spucken. Hier ist ein Wichser. Alter, was habe ich beinahe Angst bekommen? Dreh dich um. Pisser. Drehen Sie sich. Da ist nichts. Hier gibt es nichts zu sehen. Medication. Medication makes me high. So, fuck. Das ist scheiße. Weißt du, was jetzt scheiße ist? Das ist ein voll das geile Lied, Leute. Dass ich zwar hier in dem scheiß verkackten Raum bin, aber ich habe jetzt folgendes Problem. Und zwar dieser Weg. Wird kein leichter sein! Der dieser Weg! Der hier wird steinig und schwer! Ja, guck mal, ich komme hier nicht mehr raus! Ja, warum denn noch? Ja. Weil. Was bist du da? Warum willst du da auch raus? Du bist doch hier oben. Hier bin ich, ich muss. Ja, das ist doch der Ausgang, du bist doch draußen. Fuck, ich hab die Orientierung verloren. Entschuldigung. Was passiert denn nicht zum ersten Mal? Jetzt machen wir einfach die leichteste Prüfung, die mit. Also, wir hätten es die schwersten an der Seite gemacht und jetzt kommen die leichten in der Mitte. Ah, ist das schön. Ich hab gerade schon gedacht, du stirbst jetzt wieder. Ja, ich auch. Und wieder Leben verloren. Ja, passiert. Opfer müssen gebracht werden. 10% Verlust ist einkalkuliert. So, wo geht's hin? Wo ist die letzte? Weiß ich nicht. Haben wir irgendwas bekommen? Nö. Ja. Säuretrank würde ich gar nicht bauen, macht keinen Sinn. Scheiße, benutzen wir eh nie. Die da? Ja. Ja. Die da kann man auch nicht bauen, die da auch nicht. Alter, wir brauchen Erz. Ah, Leute, jetzt gehen wir mal in die Mitte. So. Prüfung des bösen hier. Predators. Mal, Gesicht. Des bösen Predators. Schließe die Prüfung des. Der Heimlich. Come on. Are you fucking kidding me? Oh fuck, da ist ein Troll drin, stimmt. Ja, der Kisteffekt. Der Kisteficker. Krieg mal hin, der fickt die Kiste, ich schleich mich jetzt hier mal vorbei. Hi Junge, geht ab. Ich muss jetzt hier drauf drücken. Oh mein Gott, ist das schwer. Oh, warte mal, dreh dich mal. Hey, let rein! Is it getting cramped in your little box? Getting out of this cage is child's play. On the other hand, if you're bored, you could get rid of the troll. And in return, I get what? Your gratitude? Would you prefer a kiss? Yeah, not so much. Guess I'll stick with the gratitude. Also wie der aussieht, kann er nicht wählerisch sein, Mann. Schalte den Troll aus. Wie denn? Ich weiß nicht, er steckt fest. Also versuchen wir einen Troll auszuschalten, oder? Ich versuche mal eine Säurefalle. Können wir mal versuchen, ne? Und dann pfeife ich. Und dann. Soll ich mir hier eine Säurefalle hin? Speicher. Wir haben nur eine. Hab ich gerade schon. Da pfeift er schon, ey. Wie ein König. Schwabock. Das Problem ist, der hängt halt. Guck mal hin. Hallo. Hier bin ich. Was ist denn mit dem? Ich glaube, das wird schwer, den auszuschalten. Der hängt halt. Ja, dann mache ich ihn einfach kaputt. Wow! Wow, er hängt nicht mehr, Alter! Säurefalle! Hier! Wow, richtig Scheiß! Der ist zu groß! Verdammt! I've got a little snack for you. Wie kriegt man den Troll weg? Ich mag ja Helle drin. Ja. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Diese verfickte Elle. Professionelle Dame. Also, sie wollte uns einen Kuss anbieten. Also, von dem her möchte ich sie schon in die Sparte schieben. Als Belohnung. Im Endeffekt verkauft sie ihren Körper. Also, ihren Mund zumindest. Ihre Lippen.
süße. Wie kann man den Troll ausschalten? Soll man küssen? Also wir labern nur. Ich will nichts sagen. Aber Alkohol hilft bei solchen Spielen, habe ich gehört. Ist echt so. Was ist denn hier eigentlich los? Ah, die können wir rausholen. Kackwurstkäfer. Mhm. Und hier sind Gobos. Gobos. Sind wir jetzt Gobos oder was? Ja klar, Gobos, Alter. Immer Gobos. Wir waren schon immer Gobos. Und der bumst da hinten so richtig krass die Kiste. Ja, das Problem ist jetzt, wenn der richtig krasse Kiste bumst, wie kriegt man den kaputt? Ja, irgendwo muss ja ein Schalter sein oder sowas. Schalte den Troll aus. Wie denn? Mit Sand. Da machen wir auch einen Schalter auf. Alter, drück mal auf den Schalter, kommen die Leute, die Viecher raus. Drück, 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 drück. Ich beruhig dich erstmal. Ja, Mann, ich hab grad Idee. Schalter, der man den drückt. Einfach Schalter. Alter, das ist immer ein Bobo, der macht der andere Bobo kaputt. Ja, ich hab Angst. Was passiert? Ich weiß es nicht. Drück auf beide Schalter gleichzeitig. Warum denn? Muss man das? Nee, der andere ist auch aktiv. Was ist das für eine Scheiße? Gibt's da oben einen Killerdolch? Könntest du auch schon mal einsammeln, was da oben ist. Ja, fuck, wir brauchen beide Schalter gleichzeitig. Also das heißt, du musst mit deinem einen... Nee. Ja, Leute, die sind noch beide aktiv, hab ich dir gerade schon gesagt. Und jetzt? Jetzt gucken wir dumm. Warte mal. Halt, da ist noch ein Schalter da hinten, gerade und... Na, da guck, der dritte. Der Trollschalter. Das meinst du, das ist der Trolli-Schalter? Mhm. Das ist der Trolli. Also ich würde mich auf... Ich fände es auf jeden Fall lustig, wenn die zwei Trolle sich jetzt gegenseitig so übertrieben geben. Ich glaube, wenn du den dritten Schalter drückst, dann gehen alle Tore auf. Escalation Station. Aber geil, dann stehst du in dem richtigen Schalter. Und zwar nicht von den Toren, sondern entspannt. Ah, schnell. Ah. Jetzt ist das Tor auf. Die anderen? Kannst du jetzt von dem Schalter runter? Ah, tatsächlich. Alter, ich flieg nur nicht mehr den Troll aus. Sollen wir es lassen? Ne, da haben wir unsere Hille drin. Ne, die Hille drin müssen wir befreien, Alter. Das geht gar nicht. Es geht um die Ehre. Also die Weizen-Ehre. Die Weizen? Ja, das ist das Ding. Ah, die Weizen-Ehre. Jetzt. Die Hopfen-Ehre. Vielleicht auch die Hopfen-Ehre. Heißt das Hopfen-Ehre? Ich glaube schon. Müssen wir das googeln, rausfinden. Ja, kann man hier irgendwie das scheiß Tor auf Google mal lieber, wie man diesen scheiß Troll tötet. Troll, Level 6 Troll besiegen. Alles klar, google ich. So, Mission 6. Man diesen blöden Fetzer. Wir sind Mission 6, oder? Drück mal kurz. Ja. Okay. Baba, wir gebt euch vom letzten Mal. Also Leute, wir sind gerade einfach ein bisschen nicht so in der Lage, das jetzt hier so. Turm, Deck, Forst, Metallic, schon das Sammelstück, Hallo, ich will die Abzeichen noch nicht. Ich möchte die Mission. Wollt ihr mich verarschen? Abzeichen, den Fund oder alle Abzeichen? Ich möchte die Abzeichen, Fund oder nicht? Ich möchte die fucking Lösung. Schatz, was sind da alle? Komplettes Inhalt. Ich wüsste nicht mit, was man. Was. Hey. Komm, ich geh jetzt mal zu den Trolli. Fundorte aller. Hallo, Trolli. Ich bin da mit dem falschen Ding drin. So, warte mal. Schatz of Darkness. Mission. Oh, Mann. Was passiert, wenn man hier drauf geht? Auf diese Dinger hier. Töten. Troll töten. Hearts of Darkness. Get rid of the Troll. Gucken wir mal ein YouTube-Video an von... Machen wir jetzt mal ungewollte Promotion. Wie heißt der Typ? Warte mal, der Typ heißt... Warte, Sekunde. Achtung. Und zwar von... Yu Peng Yang. Hat du bist ein geiler Typ, Yu Peng Yang. Hast 35 Daumen nach oben, kriegt einen 36 Daumen nach oben. Geil. Aber nur, falls dein Video gut ist, warte, mit Notfass nehmen wir den Daumen wieder zurück. So. Aha, da ist ein Schalter. Da ist... Aha, das heißt mir... Des Schalters gegenüber. Da guck, und jetzt müssen wir warten, bis der Troll da. Oh, guck mal, noch nicht ganz. Wir müssen den Troll da in die Mitte locken, dann müssen wir den Schalter ziehen. Finde den Schalter und dann. Yuping Yang, ich gebe den Daumen wieder nicht, weil du stellst dich ziemlich dumm an in deinem Video. Kein Witz. Leute, guckt's euch an. Geht Ritt auf der Troll. Jawohl, der hat eigentlich einen Daumen verdient. Hat er einen Daumen verdient? Ja, gib ihm den scheiß Daumen. Nee, ich gebe den scheiß Daumen. Ohne den hat man den scheiß Schalter nicht gefunden, der genau dort ist, wo der Typ hinguckt. Echt jetzt? Ja. Dann, da ist der Schalter, siehst du? Ja, ich sehe ihn. Dann. Pfeife in der Mitte. Dass er erstmal in die Mitte läuft und dann. Oh, keine Ahnung. Lenken in die Mitte. Ablenken. Ich hab eine Idee, Alter. Ja, wie? Pass auf, ich hab die geilste Idee. Oh mein Gott, Speichere vorher von deiner geilen Idee. Ich speichere von meiner geilen Idee. Setz dich. Die Idee ist so geil. Pass auf. Okay, bin mal gespannt, die Idee mich anspringt. Wreck-e! Alter. Ich bin so geil, oder? Ich nicht mehr, Alter. Ich könnte mal ein Kissen auf mein Gesicht stülpen. So. Ich bin so geil, Alter. Das ist der Hammer, oder? Stell dich jetzt hier hin. Ja. Jetzt stelle ich mich in Position, oder? Sticks steuern.
Ich stelle mich da hinten in Position, damit ich den Schalter dann ziehen kann. Und dann logge ich dann mit dem anderen Typen den da hin. So, jetzt. Und dann ziehe ich einfach den Schalter. Jetzt warte, hier. Ja, ja, genau, okay. Klonstein. Klonstein. Alter, lag. Jetzt pfeif. Kannst du pfeifen? Der kann brüllen. Der kann den Scheißdreck. Der kann brüllen. Nochmal. Ja. Jetzt stell dich. Ha! Ciao! Wupp, wupp, wupp. Alter, geil, oder? Der war gut, der war. Komm! Ah. Geil! Der war gut. So fuck that for now. Geil, ich bin einfach geil. I thank you, Styx. I won't forget this. I'm counting on it. Wie kommt die jetzt raus? Ja, hat ja gesagt, das ist kein Problem, schaff das selber. If you're interested. Any way of getting out of here interests me. See you later, tough gal. See you later, Alligatorin. Alligatorin. Geil, das war die letzte Prüfung, Leute. Damit haben wir die Mission schon fast geschafft. Wir haben noch 2,5 Minuten. Das schaffen wir, komm. Nein, echt, komm, jetzt machen wir die Hälfte und das nächste Mal auch die Hälfte, dann passt das. So, also sonst wird man heute Sticks nicht mehr durchspielen können. Das ist richtig, das schaffen wir wirklich nicht. Ihr wisst ja, wie wir gelaut sind. Ihr merkt das vielleicht an unseren perfekten Sprüchen. Und trotzdem muss ich jetzt mal kurz hier... Fuck, wenn ich das mache, dann gibt es urheberrechtliche Probleme. Hey, warum? Weil ich wollte Medication spielen. Achso. Lass mal nicht. Medication! Your medication makes me high. I love you, Mary Jane. Alles geil. Das hören wir uns einfach jetzt dann im Anschluss kurz mal an. Für uns. So. Ihr könnt es euch auch im Anschluss anhören. Sucht einfach Medication von... Irgendwas mit Marley. Ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Aber apropos, ich gucke jetzt mal, ob er ein Album hat, weil dann bestelle ich mir das jetzt. Weil ich habe Bock auf die Karte. Du bist betrunken genug, um dir wieder irgendein Album zu bestellen. Ja, Mann, ich habe schon mal... Was war denn das? Lars Unlimited. Lars Unlimited habe ich mir besoffen bestellt, weil ich den Kerl mal kurz besoffen ziemlich geil fand. Marley. Gibt's Marley Kopfhörer? Interessant. Marley Medication. What? Stephen Marley heißt der. Okay, das suche ich mal. Ja, voll schön. Stephen Marley. Du hast gerade echt was verpasst, Nick. Ja. Das Tor ging auf und dann kommen einfach 4 Leute raus, Mann. Relation Part 1, The Root of Life. Singt er. Ist da das Lied drauf? Bam, ist da Medication drauf? Bam, 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 bam. Nein. Verdammt, der hat es noch nicht drauf. Halt, the Fruit of Life. Ich bin so krass. Elevation Part 2, the Fruit of Life. Audio-CD gibt's auch, das ist sehr gut. Medication! Audio-CD? Doch, nee, warte mal. Audio-CD, es gibt nur MP3-Download und Stream. Also das auf Platte wäre halt richtig geil, ne? Ich renne jetzt einfach durch. Ah, ich bin so geil. Babylon, bla, und da ist drauf. Verdammt! Das ist auch nicht drauf. Alter. Ja. Ich muss jetzt mal hier kurz pausieren, weil hier ist nämlich krasse Scheiße am Start. Ah, okay, dann machen wir dann nächste Runde weiter. Wir holen uns jetzt unsere Medication ab, hier in Musikform. Medication! Und dann machen wir weiter. Your bis Medication dann. Makes me high. Wir sehen uns, Leute. Das wird echt Spaß. Das macht Spaß. Spaß! Fun. Auf jeden Fall, weiter geht's. 39 Bam. Gegner getötet, 13 Alarme ausgelöst, 1 Stunde und 9 Minuten an dieser Wix-Mission. Wir haben nicht mal eine von den... Wir haben nicht mal irgendwas gekriegt für diese dumme Kacke, Alter. Ja, ist egal. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, ciao. Bleibt treu, bleibt steil. Okay.